der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgar. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Dann würde ich mal sagen, folgen wir dem Hinweis, den wir bekommen haben, und machen uns auf zu den Nilfgaardern. Natürlich warten hier draußen ein paar Schläger. Das überrascht mich ja überhaupt nicht. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Och, die Wirtin macht sich schon Sorgen. So, wollen wir versuchen, vernünftig zu reden? Wollen wir sie einschüchtern oder wollen wir ein Zeichen einsetzen? Ich würde sagen, versuchen wir es mal mit dem Zeichen. Ich habe dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn, das merken natürlich die beiden anderen. Auf ihn. Natürlich merken sie das. Dein Arsch gehört mir. Nicht nachlassen. Ah, ich kann jetzt nicht Zeichen wie Kloin hier, sondern ich muss mit den Fäusten kämpfen. Auch gut. Dann prügeln wir es eben so nieder. War nett, euch zu treffen. So, können wir ein bisschen wenig ausnehmen? Nein, können wir nicht. Gut, dann müssen wir eben so zu Fuß weiter. Spiel speichern. Automatisch speichern, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Fortschritt außerdem. Oft genug manuell zu speichern, Hexerwelt ist voller Gefahren, bla bla bla. Ja. Ist ja nichts Neues, dass es gefährlich wird. Dann folgen wir einfach mal dem Weg. Sammeln unterwegs ein paar Kräuterchen auf. Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Ein paar Kräuterchen auf und ich weiß, welchen Namen du beim gehen zu den Nilfgaardern. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. So, hier noch ein paar von diesen gelben Blüten. Ah, Schöllkraut. Das kenne ich ja noch zu Genüge. War das mal nicht weiß? Egal. Ach ja, Geralt kann mittlerweile ja auch schwimmen. Oh, er wartet schön durchs Wasser. Und wir können kraulen und tauchen. Sehr schön. Bin schon mal gespannt, das alles in Ruhe auszuprobieren. Aber jetzt möchte ich mal zu den Nilfgaardern. So viele Pflanzen. Ich muss die alle sammeln. Nein, aber nicht während des Let's Plays. Das ist zu viel Zeitverschwendung. Oh. Aber ich muss schon sagen, die Gegend schaut sehr schön aus. Ah, hat mir schon vorgeschlagen, das Pferd zu rufen. Weil ich anscheinend sonst zu lange brauchen werde. Aber wenn das Pferd da ist, kann ich auch gleich galoppieren und das Pferd selbst den Weg suchen lassen. Und mich dabei aufs Reden und die Landschaft konzentrieren. Eigentlich hätte ich Wesi mir kurz Bescheid sagen können, was ich vorhabe. Reite ich richtig? Ich glaube schon, oder? Ich meine, die... Schnell speichern? Schnell speichern geht, sehr schön. Gut. Ich reite jetzt einfach mal in die Richtung der Markierung oben am Kartenrand. Das sollte dann schon richtig sein. Haben wir da vorne Menschen oder... Ja, Menschen... Nein, Ertrunkene. Gut, Pferdepanik. Das ist nicht gut. Ich steig lieber mal ab. Au. So, ich finde mal an, wie sie die Ertrunkenen. Wir machen es mal zum Gegenangriff auf. Gut, das wäre der erste Streich. Hui, der ist schön geteilt worden. Komm her. Aber Ertrunkenen am helllichten Tag. Kann man hier im ersten Teil nicht immer nur nachts oder im Dunkeln raus?
und den hacken wir jetzt einfach nieder. Schauen wir mal, was es bei den Ertrunkenen gab. Da gab es ja früher immer diese Gehirne, wenn ich es richtig im Kopf hatte oder habe. Genau, Ertrunkenenhirn. Ja, ist ja quasi genauso wie früher. Anscheinend ist hier ein Ertrunkener im Wasser unten. Zumindest laut der Karte ist etwas im Wasser. Ich laufe mal auf die andere Seite, vielleicht kommt es dann raus. Aha, ein versteckter Schatz. Schlüssel mit chimärischer Lilie. Nehmen wir mal mit. Und den Schatz werden wir es auch kurz anschauen. Ich speichere dafür nur schnell. Da werde ich mal die Hexersicht einsetzen. Vielleicht, ja, da ist er auch schon. Komm her. Tauchen wir dafür schnell runter? Ja. Blutdurchtränkte Militärbefehle. Geld. Eine Bernsteinkette. Ein magischer Gegenstand. Eine Insignie der temerischen Spezialverbände. Und das war's auch. Dann nehmen wir mal alles mit. Und wir haben jetzt eine Quest bekommen. Die Quest werde ich mal kurz lesen. Wahrscheinlich unter den... Ah, Schatzsuche. Temerischer Schatz. Lies das Dokument, das du gefunden hast. Aha. Das heißt, das werde ich mir aufbehalten, bis ich A, Stufe 4 habe oder zumindest B, mal hier diese Quest erledigt habe. Dafür rufen wir jetzt Plötze her und reiten weiter. Nachdem ja unsere kleine Party mit den Ertrunkenen zu Ende ist. Und ich merke gerade, die Questmarkierung, die da oben angezeigt ist, wird auch neben der Karte nochmal angezeigt und zeigt mir auch noch die nötigen Schritte an, die ich gehen muss, um das Ziel zu erreichen. Und das sind es jetzt nur noch gut 200. Das heißt, ich bin fast dort. Also bei diesem Außenposten der Nilfgaarder. Da dürften schon ein paar der Nilfgaarder sein. Die brauche ich jetzt nicht niederreiten, sondern ich reite weiter Richtung des Außenpostens. Ah, Gegner. Wunderbar. Und plötzlich gerät in Panik, oder ist kurz davor, habe ich das richtige Schwert in der Hand. Ich sollte nicht mitten reinspringen. Wow, das sind ja Stufe 5 Gegner und ich bin Stufe 1. Au. Das tut weh. Das tut sehr weh gerade. Haben wir was zu essen? Ja, ich werde Brot essen. Und Wasser trinken, um ein wenig meine Lebensenergie zu regenerieren. Und am besten auch zuerst ein Schutzzeichen wirken. Und irgend bereithalten, sobald das aufgeladen ist. Gleich wieder voll reines Getümmel. Ja, das Schutzzeichen ist Gold wert. Gut, wir haben jetzt noch den Wagen. Und ich bin fast tot. Ich bin tot. Scheibe. Letzten Spielstand laden. Das sollte jetzt der Gegenstand sein, kurz bevor ich in den Kampf reinlaufe. Ja, ich sehe schon. Entweder bin ich jetzt hier noch ein bisschen zu früh, storytechnisch, und sollte erst im Dorf noch ein paar Quests machen, oder ich bin einfach noch zu ungeschickt bei der Steuerung. Eines von beiden wird schon sein. So, da sind wir jetzt hier. Ich werde gleich jetzt nochmal schnell ein Brot essen. Um einen Teil meiner Gesundheit zu regenerieren, bevor ich in den Kampf gehe. Gleich auch mal auf Quen schalten. Und aus dem Inventar in den Schnellzugriff. Aha, ja, schön, schön.
Genau, ich habe hier Waldkauz. Das werde ich gleich mal ausrüsten in den Schnellslot für Konsumgüter. Das werde ich hier statt dem Wasser reinlegen. Ist, glaube ich, besser aufgehoben. Dann steigen wir gleich hier ab. Ein weiterer bewachter Schatz, verstehe. Und so vorbereitet mache ich mich mal auf. Habe jetzt bewusst das Stahlschwert gezogen. Jetzt wieder das Silberschwert. Nein, wechseln wir zum Stahlschwert. Und gleich mal das Zeichen aktiviert. Eigentlich das falsche Zeichen aktiviert. Quen. Na komm schon her, Wölfe. Wolfi, Wolfi, Wolfi. Komm schon. Trau dich. Ah, ich kann die Viecher parieren. Das macht sie zum Neupositionieren ganz leicht. Jetzt hier rausgesprungen. Das Zeichen aktiviert und raus. Und gegen den Wagen. Und wieder pariert. Ja, ist ein wenig irgendwie so schlagen und laufen, aber anders ist, glaube ich, für den Anfang nicht gehen. Gut, der Wolf ist erledigt. Was war das gerade? Habe ich hier irgendwas ausgelöst, das explodieren kann? War auf jeden Fall keine Absicht. So, damit wären die Wölfe erledigt. Und wir haben hier einen magischen Gegenstand gefunden. Wahrscheinlich vom Wagen. Mondscherbe, bla bla, alles alchemische Güter, wie es ausschaut. Nehmen wir mal alles mit. Braucht ja anscheinend niemand mehr. Hier haben wir mehr alchemische Güter. Noch was vom Wolf. Und anscheinend noch was vom Wagen. Ja, und plötzlich hat sie anscheinend ziemlich weit die Flucht ergriffen. Den rufen wir mal her. Und können uns jetzt weiter aufmachen zum Lager der Nilfgaarder da oben am Hügel, denke ich mal. Da werden wir mal anständig raufpreschen. Ja, wir sind jetzt quasi da. Die Nilfgaardische Garnison. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach hier ein wenig umschauen und versuchen, denjenigen zu finden, der das Sagen hat. Also den Kommandanten, mit dem Yennefer vor kurzem gestritten hat. Und versuchen herauszufinden, worum es bei dieser Unterhaltung gegangen ist. So. Sieht gut aus. Sieht eine Sequenz los, das ist immer gut. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme für dich. Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Danke. Hat er Arbeit für mich oder warum lässt du mich jetzt einfach so rein? Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich. Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Na, das ist aber ein nettes Herzchen. Aber egal. Ich kann zumindest mal rein. Und kann ich jetzt mich hier bei den Pflanzen bedienen? Und das ist ein wenig anstrengend, muss ich sagen. Mit den aufsammeln.
dass man das so leicht einfach reinlaufen kann und dann es nicht aufheben kann. Aber naja. Könnte schlimmer sein. Boah, so viel. Ah, ein Schmied, wie es ausschaut. Reden wir mit dem mal kurz. Ach, jetzt habe ich das übersprungen, verdammt. Egal. Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Ach, da habe ich ein schönes Zeichen dafür. Gut, ich kann mit ihm also jetzt handeln oder ich kann mir was anfertigen lassen. Ich würde mir erst einmal das erste Jahr anschauen. Was er so zum Verkaufen hat. Okay, was kann die schöne Kette? Kann für eine ordentliche Summe ein Händler verkauft oder in Handwerkszutaten zerlegt werden. Aha, also kein magischer Effekt, der drauf liegt. Verstehe. Mal schauen, was er hat. Waffenreparatur. Schema. Aha, ich kann mir also anscheinend Schemas kaufen, um daraus Sachen herstellen zu lassen. Interessant. Von aus Gegenständen verwendet gut. Das heißt, hier sind mal Handwerksmaterialien. Wahrscheinlich Karten hier. Nein, Lederstück. Und hier haben wir schon Waffen direkt. Ein Feuerhaken. Ein Schwert. Das ist ein Silberschwert. Langschwert. Mhm. Sehr schön. Da ich nicht mehr viel Geld für den Moment habe, werde ich mich mal zurückhalten müssen. Und schauen, was er so anfertigen könnte. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Gegenstände herstellen. Links Liste der Schemas in deinem Besitz. A, um Schema auszuwählen. Okay. Okay, da, wie gut der Typ im Herstellen anscheinend ist. Und was ich brauche fürs Herstellen. Und auch hier unten der Preis, wie es ausschaut. Und ich kann zerlegen lassen. Verstehe. Gut, im Moment habe ich anscheinend hauptsächlich Schemas, um mir Grundmaterialien zu machen. Ja, da muss ich wohl ein bisschen bei den Schemas einkaufen. Zum Reparieren. Kann ich hier was reparieren lassen? Oder muss ich was reparieren lassen? Ja, muss ich. Da werde ich einfach mal alles durch die Bank reparieren lassen, so pauschal. Und mal das Gespräch mit ihm beenden und zum Kommandanten schauen. Bin schon mal gespannt, was der so zu erzählen hat. Und die läuft natürlich wieder falsch. So, geschafft. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Der Typ ist ja irgendwie nett sogar. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ja, ich kann nicht leugnen, dass ich kein Zwerg bin. Schuldig im Sinne der Anklage. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Das war klar. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt.
seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Mehr Informationen oder bestimmtes Kraut? Ich würde mal sagen, mehr Informationen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Verstehe. Dann holen wir uns Informationen von ihm und anscheinend brauchen wir auch ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Sumira, der schlagfertig, der Typ. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay, wir haben jetzt Wissen, was wir brauchen. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg, würde ich sagen. Sumira und Mislav. Danke. Esor und Jagten. Und somit wäre die heutige Episode auch leider schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich für das Dabeisein. Hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch dementsprechend beim nächsten Mal dabei sein werdet. Falls es euch gefallen hat, denkt bitte dran, mir entsprechendes Feedback zu geben. Ist für mich auch sehr motivierend, ein bisschen mitzubekommen, wie es euch gefallen hat oder dass es euch gefallen hat. Oder einfach überhaupt, dass jetzt jemand bis zur Endcard geschafft hat, um diese kleine Nachricht zu hören. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr werdet wieder dabei sein und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.